Ein großer Meteorit aus dem Weltall ist in die Abenteuerbucht gestürzt. Er besitzt geheimnisvolle Kräfte, denn immer wenn er zu glühen beginnt, sendet er einen Blitz aus, der allen, die von ihm berührt werden, ganz besondere Kräfte verleiht. So wie der Paw Patrol. Berthold und die Superkätzchen. An diesem Morgen brachten Ryder und die Fellfreunde den Meteoriten vom Rathaus der Abenteuerbucht zu sich in die Einsatzzentrale. Danke, dass ihr mir mit den Meteoriten helft. Das machen wir gern. Kann es sein, dass er wieder leuchtet? Ja, darum bringen wir ihn in den Turm. Dann bekommt ihr eure Superkräfte, wenn ihr sie braucht. Genial! Wie wäre es mit sofort? Ich halte einfach meine Pfoten hoch und meine Wasserkraft schiebt den Meteoriten an seinen Platz. Wusch! Und ich könnte ihn mit meinem kräftigen Wirbelwind hochheben. Wusch! Nicht, wenn ich ihn zuerst mit meiner Supergeschwindigkeit hochgebracht habe. Als Superhunde hattet ihr tolle Kräfte. Und zwar jeder eine andere. Alle mal hersehen. Ich bin super stark. Hey, das ist aber meine Superkraft. Wenig später war der Stein aus dem Weltall sicher im Turm der Einsatzzentrale verstaut. Der Meteorit ist da, wo wir ihn haben wollen. Danke, Rubble. Dann sind wir fertig. Ich wäre gern wieder ein Superhund. Ich hoffe, dass wir unsere Kräfte bald wieder brauchen. Auch Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf und sein Neffe Berthold hatten die Macht des Meteoriten zu spüren bekommen und wollten sie unbedingt zurück. Wie sieht's aus, Neffe? Hast du was gefunden? Noch nicht, danke, Bürgermeister. Aber ich weiß, dass der Meteorit hier abgestürzt ist. Wenn ein Stück abgebrochen ist, spürt mein Weltraumgesteinsbrockenfinder 3000 ihn garantiert auf. Berthold suchte jedes Stück des Strandes ab. Und da war doch irgendetwas. Wow, er hat echt funktioniert. Ich meine, war ja klar, dass er funktioniert, weil ich ihn gebaut habe. Ich bin eben ein Genie. Das hast du gut gemacht, Genie. So, mach mal Platz, damit sich dein geliebter Onkel die Superbürgermeisterkräfte von diesem... Ein rostiger Kronkorken? Berthold, ich dachte, du wärst ein Genie. Weißt du, Onkel, ich würde bestimmt bessere Dinge bauen, wenn ich die Superkräfte von dem Meteoriten hätte. So wie beim ersten Mal. Da hatte Berthold dank seiner Meteoriten-Superkräfte alles bauen können, was er sich vorstellte. Hilfst du mir wenigstens ein bisschen beim Graben? Kätzchen, helft ihm beim Graben! Bürgermeister Besserwisser warf seinen Chaoskätzchen den Kronkorken zu und schnappte sich den fahrenden Katzenkorb. Ich fahre in die Nachbarstadt und mache ein Mittagsschläfchen. Ruft mich an, wenn ihr was Tolles gefunden habt! Dann sauste er davon. Los, mir nach, Kätzchen! Wir suchen den Strand ab! Wenn ich erst meine Superkräfte wieder hab, dann bin ich der Bestimmer. Dann bin ich es nämlich, der Mittagsschlaf machen darf. Eigentlich mag ich gar keinen Mittagsschlaf, also werde ich auch keinen machen. Basta! Doch nun fiel Bertholds Blick auf einen kleinen glühenden Steinbrocken. Hä? Ich habe ein Stück vom Meteoriten gefunden. Er hob den Stein auf. Es blitzte. Und sofort begannen Bertholds Hände zu leuchten. Wahnsinn! Und ich habe meine Superkräfte wieder! Und nun passt mal auf, Kätzchen, was für tolle Supergeräte ich baue! Das erste war im Nu fertig. Seht ihr? Ein Schwebebord mit Raketenantrieb. Das ist beeindruckend. Ha? Das Schwebebord sauste durch die Luft und hätte dabei fast den Hochsitz der Rettungsschwimmer umgerissen. Doch eines der Chaoskätzchen streckte einfach seine Pfote aus, hielt den Sitz auf und lenkte ihn hinauf in den weiten Himmel. Na schön, das war auch beeindruckend. Wie habt ihr das gemacht? Na, wie wohl. Ach so, ihr habt auch Superkräfte. Genau so war es. Auch die Chaoskätzchen waren von dem Blitz des Meteoriten getroffen worden. Das heißt, ihr könntet meine Superkomplizen-Miezen sein. Begeistert sahen die Chaoskätzchen nicht aus. Und jetzt werden wir meinen super schlauen Plan umsetzen. Folgt mir in die Nachbarstadt, Komplizenmiezen. Berthold schwang sich auf sein Schwebebord und sauste davon. Nur mit dem Steuern klappte es noch nicht so gut. Die Chaoskätzchen dagegen hatten anderes im Sinn. Und das bekam Herr Pfeffer, der Restaurantbesitzer, zu spüren. Er räumte gerade eine Palette mit Thunfischdosen in seinen Lieferwagen, als das Kätzchen in dem blauen Einsatzanzug zwischen seinen Füßen auftauchte. Na hallo, Kätzchen. Nein, nein, der Thunfisch ist nicht für dich. Doch da sprang das Kätzchen bereits auf einen Stapel Melonen. Na sag mal,
Was für Katzenfutter hast du denn gefressen? Ein Schubs mit der Pfote genügte und die Melonen kugelten auf die Straße. Hey, meine Melonen! Entsetzt rannte Herr Pfeffer den Früchten hinterher und sofort schnappte sich das Kätzchen den Thunfisch. Was? Komm sofort mit dem Thunfisch zurück! Auch Bauer Alfred bekam Besuch. Von einem Kätzchen in einem gelben Anzug, das sich hinter einer Ziege versteckte. Ha, ich komm gleich wieder, Meckerliese. Ich muss nur noch die Kühe melken. Aber da hatte sich das Kätzchen bereits die ganzen Kühe geschnappt und stürmte mit ihnen auf dem Rücken davon. Was? Statt auf die Milch zu warten, hat das Kätzchen mir gleich die gesamte Herde geklaut. Es hatte ja auch Superkräfte. Und die bekam auch Captain Tollpatsch an Bord der Flunder zu spüren. Ja, die Flunder ist voll mit frischem Fisch, Walli. Wenn ich ihn ablade, spendiere ich dir einen Snack. Das gefiel dem Walross. Aber nicht dem Kätzchen, das nun auf einem kleinen Wirbelwind angebraust kam. Das wirbelte jetzt nämlich das ganze Schiff in der Luft herum, warf es an den Strand und schnappte sich die Fische. Oh, eine fliegende, freche Fauchkatze? Das melde ich wohl besser der Paw Patrol. Ryder stand oben in der Einsatzzentrale, als sein Pawpad sich meldete. Hallo, Herr Pfeffer, was ist los? Eins von Bürgermeister Besserwissers Kätzchen hat mir blitzschnell den ganzen Thunfisch stibitzt. Oh, hallo, Bauer Alfred, was gibt's? Ha, meine Kühe! Ein winziges Kätzchen hat die gesamte Herde einfach weggetragen. Captain Tollpatsch, lassen Sie mich raten. Katzenprobleme? Richtige Riesenprobleme. Eine fliegende, freche Katze hat mich überfallen und meine Flunder auf den Strand gestoßen. Es sah aus, als hätte sie enorme Superkräfte. Wow, Superkräfte? Kein Super-Einsatz zu groß, keine Superkraftpfote zu klein. Superhunde zur Zentrale! Ryder braucht uns! Die Fellfreunde stürmten zum gläsernen Fahrstuhl der Einsatzzentrale hinüber. Nur der Feuerwehrhund nicht. Der kugelte hinein. Wow, Marshall! Super Marshall hat eine super Bruchlandung hingelegt. Der Meteorit begann zu glühen, als der Fahrstuhl sich in Bewegung setzte und bald glühte die ganze Zentrale. Der obere Teil öffnete sich und wurde zu einem super Einsatzturm. Die geheimnisvollen Kräfte erfassten auch die Hunde, die plötzlich in ganz besonderen Einsatzanzügen steckten und Ryder trug einen Raketenanzug. Die Superhunde sind bereit für den Einsatz, Ryder. Und unsere neuen Anzüge sind super cool. Danke, Superhunde, dass ihr euch so beeilt habt. Irgendwoher haben die Chaoskätzchen plötzlich Superkräfte. Oh. Was, Kätzchen mit Superkräften? Da muss ich ja schon niesen, wenn ich nur daran denke. Sie bereiten überall in der Abenteuerbucht Probleme. Und wir brauchen euch Superhunde und eure Superpfoten, um sie zu bremsen. In der ganzen Stadt? Also Chase ist super schnell. Aber wie sollen wir anderen das so schnell hinbekommen? Mit euren neuen Superfahrzeugen, die von euren Superkräften angetrieben werden. Voll stark! Super Chase, du holst mit deiner Supergeschwindigkeit und deinem Superfahrzeug das Kätzchen ein und nimmst ihm mit deinem Energienetz Herrn Pfeffers Thunfisch weg. Die Superpfoten regeln das schon. Und Super Rubble, du schiebst mit deiner Superkraft und deinem Superfahrzeug die Flunder wieder zurück ins Wasser. Und wenn wir sie finden, bringst du Bauer Alfreds Kühe zurück. Super Rubble ist der Retter! Und außerdem brauchen wir Super Sky. Du bringst mit deiner Wirbelwinddüse den Fisch von Captain Tollpatsch zurück. Ich bin der Wirbelwind-Superflughund! Alles klar, die Superhelfer auf vier Pfoten legen los! Ryder breitete seine Flügel aus und stürzte sich in die Tiefe. Chase dagegen machte einen Satz und hakte sich an einem glühenden Seil ein, an dem er hinunter zu seinem Superfahrzeug sauste. Rubble tat dasselbe, während Sky ihren Superflieger startete. Gemeinsam rasten sie los. Doch als sie die Abenteuerbucht erreichten, aktivierte Chase seine Supergeschwindigkeit und hatte das Kätzchen in dem blauen Anzug bald entdeckt und eingeholt. Hey, Kätzchen, lass den Thunfisch fallen! Das Chaoskätzchen dachte gar nicht daran. Du bist so schnell wie ich, aber sowas hast du nicht. Schnell schleuderte Chase sein Energienetz auf das Kätzchen, das dabei den Thunfisch verlor. Beleidigt machte es, dass es wegkam.
Captain Tollpatsch und Wally versuchten unterdessen, die Flunder wieder ins Wasser zu bekommen. Dieses Schiff ist zu schwer, um es anzuschieben. Aber nicht für Super Rubble. Warten Sie, Captain Tollpatsch! Ich schiebe es zurück ins Wasser! Rubble lenkte sein Superfahrzeug einmal kurz gegen das Schiff und schon schaukelte es wieder auf den Wellen. Das war ein super netter Schubser, Super Rubble! Aber auch Berthold steckte mittlerweile wieder in seinem Spezialanzug mit einem viel zu großen Helm und überprüfte gerade in seinem Geheimversteck in den Klippen sein Besserwissermobil. Ja! Da ist mein Superfahrzeug! Na, Komplizenmiezen, ist das genial oder super genial? Aber da waren keine Kätzchen. Komplizenmiezen? Wo sind sie hin? Dafür aber tauchte der Bürgermeister auf. Hast du deine Superkräfte wieder? Ich hab doch gesagt, ruf mich an. Wie's aussieht, ist mein Onkel Bürgermeistermobil wieder startklar. Das ist jetzt das Neffenbürgermeistermobil. Was dem Bürgermeister ganz und gar nicht gefiel. Was für ein grauenvoller Name. Ich finde ihn super, denn es gehört jetzt mir. Also ab in die Abenteuerbucht, meine Komplizenmiezen einsammeln und die Stadt erobern. Berthold sprang hinter das Steuer. Was ist mit mir? Ich will auch Städte erobern! Dem Bürgermeister blieb aber nur der fahrende Katzenkorb. Ryder und die Superhunde rasten noch immer durch die Abenteuerbucht. Und natürlich hatte Sky von oben den besten Überblick. Siehst du irgendwo die Fische? Bisher noch nicht, Ryder. Aber dafür die Kühe von Bauer Alfred. Sie sind an der Kreuzung. Rubble, fahr zur Kreuzung und halte das Superkätzchen auf. Wird gemacht! Schnell versperrte Rubble dem Kätzchen mit den Kühen auf dem Rücken den Weg. Lass die Kühe von Bauer Alfred wieder runter! Sonst muss ich mal mit meinen Superpfoten durchgreifen! Er ließ seine Pfoten auf den Boden fallen und löste dadurch so eine Erschütterung aus, dass das Kätzchen die Kühe verlor, die nun auf Rubbles Rücken landeten. Und auch Sky hatte Erfolg. Ryder, ich habe die Fische von Captain Tollpatsch entdeckt. Ich wirbel sie zurück. Vorsichtig näherte sie sich dem Wirbel der kleinen Katze, die den Eimer mit den Fischen gemopst hatte, und wirbelte den Eimer herum. Hab sie! Sehr gut. Du bringst die Fische zur Flunder und wir bringen die Kühe und den Thunfisch zurück. Gut gemacht, Superhunde. Doch die Chaoskätzchen hatten noch viel mehr Unsinn im Kopf. Das bekam auch Onkel Herbert zu spüren, der oben in den Bergen lebte und dort nach Gold suchte. Na sowas! Was ist mit meinen Sachen passiert? Und mit meiner Wäscheleine? Die Leine war weg, genauso wie seine frisch gewaschenen Hemden, Hosen und Socken. Obwohl die gerade wieder auftauchten, in Form eines großen, bunten Balls, mit dem die Chaoskätzchen spielten. Das ist doch kein Wollknäuel, das ist meine Wäsche. Wenn ich euch erwische, ihr frechen kleinen Kätzchen. Aber das tat schon Berthold, der nun in seinem Neffen Bürgermeistermobil angebraust kam. Komplizenmiezen, euer Anführer ist da. Ihr müsst jetzt tun, was immer ich sage. Aber zuerst, um echte Superkomplizenmiezen zu sein, braucht ihr neue Superanzüge. Schnell baute Berthold eine Maschine mit einem großen Hebel an der Seite und scheuchte die Kätzchen hinein. Und als sie wieder herauskamen, steckten alle in ihren Super-Einsatzanzügen, die denen der Superhunde wirklich sehr ähnlich sahen. Seht her! Neffenbürgermeister Besserwisser Superkomplizenmiezen! Nichts hält uns jetzt mehr auf! Was? Sein Helm rutschte Berthold mal wieder über den Kopf. Er war wirklich viel zu groß. Schon waren die Kätzchen auf und davon, dem Ball hinterher. Diese Katzen denken immer nur an Spielen. Das bringt mich auf eine Idee. Berthold streckte die Hände aus und baute im Nu einen Laser, den er auf dem Dach des Neffen Bürgermeistermobils befestigte. Dann schwang er sich hinter das Steuer. Ja, mit einem Laserpointer wollen alle Katzen spielen. Hallo Kätzchen, wer will spielen? Geschickt schwenkte er den Laserstrahl vor den Kätzchen hin und her. So ist es gut. Immer schön dem roten Punkt folgen. Und lockte sie so ins Innere seines Fahrzeuges. Ryder und Chase brachten unterdessen den Thunfisch zu Herrn Pfeffer zurück. Danke, Chase.
Ich hoffe, ihr findet die Kätzchen bald, bevor sie noch mehr Dummheiten machen. Den ersten Hinweis bekamen sie von Onkel Herbert. Leider, Superkätzchen, meine Kleidung. Ich weiß, wo wir anfangen müssen zu suchen. Na los. Das Neffen-Bürgermeistermobil raste durch die Straßen der Abenteuerbucht. Gemeinsam mit meinen Komplizen, Miezen, zeige ich der Abenteuerbucht, wer der wahre Superbürgermeister ist. Berthold war so von sich überzeugt, dass er erst sehr spät bemerkte, dass sich die Kätzchen den Steuerhebel des Lasers geschnappt hatten. Hey, damit dürft ihr nicht spielen. Wenn ihr den Laser anmacht, wird es vielleicht... Zu spät. Der Laser hatte bereits einige Steine vor ihnen auf der Straße in zwei Teile geteilt. Gefährlich. Oder aber es hören endlich alle auf mich, so wie ich es will. Und Berthold wusste auch schon genau, wie er das anstellen würde. Ja, ich schneide die Abenteuerbucht einfach ab und verlege sie ins Meer. Und dann werde ich Bürgermeister meiner eigenen Insel. Bürgermeister Besserwisser ahnte nichts von Bertholds Plänen. Er war viel zu sehr damit beschäftigt, seinen Neffen einzuholen. Da seid ihr ja. Es wird Zeit, dass ihr nach Hause kommt. Na, wer möchte ein Häppchen Fisch? Niemand. Die Chaoskätzchen waren viel zu sehr mit dem Laser beschäftigt, dessen Strahl sie jetzt auf den fahrenden Katzenkorb richteten. Aber was? Nein! Ah! Onkel! Hört auf damit! Die Kätzchen hörten aber nicht und trieben den Bürgermeister vor sich her. Oh! Doch auch Sky und Ryder hatten die Ausreißer jetzt entdeckt. Na, da sind sie doch. Sky, nicht, dass der Laser den Bürgermeister erwischt. Ich bin der Superflughund. Sky ging in den Sturzflug und schnappte sich den Bürgermeister mit ihrem Wirbel. In letzter Sekunde, bevor der Laserstrahl den fahrenden Katzenkorb erwischte. Oh nein, die Superhunde. Ich werde trotzdem Bürgermeister meiner eigenen Insel. Pfoten weg vom Laser. Ich wusste nicht, dass Superkätzchen genauso frech sind wie normale. Sky setzte Bürgermeister Besserwisser am Strand in der Nähe der Klippen ab. Hier sind Sie in Sicherheit, Herr Bürgermeister. Jetzt muss ich helfen, Ihren Neffen einzufangen. Könnt ihr mit den Superkräften auch meinen fahrenden Katzenkorb reparieren? Kein fahrender Katzenkorb, kein Onkel-Bürgermeister-Mobil. Na, wenigstens habe ich noch meinen Hut. Den der Laserstrahl ihm aber gerade vom Kopf holte. Oh. Berthold war überhaupt nicht zufrieden mit den Chaoskätzchen. Komplizenmiezen, ich will, dass ihr euch benehmt. Bitte. Aber die Miezen waren viel zu sehr mit dem Laserstrahl beschäftigt, schwenkten ihn nach rechts und nach links und richteten dabei großen Schaden an. Super Chase versuchte sie zu stoppen. Berthold, halt an! Du und deine Superkatzen, ihr schneidet die Stadt ab! Genial, was? Genauso wollte ich es haben. Wenn die Stadt abgeschnitten ist und davontreibt, nennen wir sie Berthold Besserwisserinsel! Und sie bekommt einen Superbürgermeister, mich! Und festhalten, Kätzchen! Das Neffen-Bürgermeistermobil schleuderte herum und brauste in die entgegengesetzte Richtung davon. Ryder! Berthold und die Kätzchen machen Unsinn mit einem Riesenlaser. Und sie fahren in eure Richtung. Rubble, kannst du ihnen den Weg versperren? Rubble ist der Retter! Rubble stemmte sich mit seinen Pfoten gegen einen hohen Felsen und schob ihn mit seinen Superkräften einfach auf die Straße. Daran kommen sie nicht vorbei. Schon kam das Neffen-Bürgermeistermobil angerast und der Laserstrahl schnitt dabei weitere Teile der Abenteuerbucht ab. Kätzchen, hört auf mit dem Laser zu spielen! Auch den Teil des Strandes, wo Sky den Bürgermeister abgesetzt hatte. Oh, oh nein! Ah. Der Felsen, auf dem er stand, brach ab und trieb aufs Meer hinaus. Nein! Das nehme ich besser selbst in die Hand. Schnell baute sich Berthold eine Laserfernbedienung. Haha, jetzt kann keiner den Laser bedienen, außer mir. Was er natürlich gleich ausprobierte. An Rubbles Straßensperre. Ryder, Berthold ist mit Karacho durch meine Sperre gesaust und fährt auf die Stadt zu. Wir sind unterwegs. Hilfe, mal wieder. Und wir müssen einen Bürgermeister aus dem Wasser retten. Zuma? Das mache ich mit einer Superwelle auf die Schnelle. Der Felsen mit dem Bürgermeister ging allerdings bereits unter. Oh, meine winzige Insel wird winziger und winziger. Aber Zuma sauste in seinem Luftkissenboot schon über das Wasser. Aufgepasst, jetzt kommt die Welle. Schneller wurde er, immer schneller.
Die Welle wurde größer und schob den Felsbrocken mit dem Bürgermeister Richtung Ufer. Oh, Hilfe! Was der allerdings erst bemerkte, als er schon in Sicherheit war. Im Gegensatz zur Abenteuerbucht. Jetzt passt mal auf, wie genial ich bin. Wenn ich die Abenteuerbucht mit dem Laser abgetrennt habe, ist mein super sicherer, mega cooler Plan vollbracht. Doch das würden Ryder und die Fellfreunde niemals zulassen. Superhunde, habt ihr Berthold gefunden? Am Bahnhof keine Spur von Berthold. Und am Strand ist er auch nicht. Ich bin in der Stadt. Genauso wie das Neffen-Bürgermeistermobil. Ich sehe ihn. Er fährt in Richtung Rathaus. Sehr gut. Chase, fahr hin und versuch ihn aufzuhalten. Doch dafür blieb kaum noch Zeit. Fast geschafft. Es fehlen nur ein paar Meter und die Abenteuerbucht schwimmt aufs offene Meer hinaus. Berthold näherte sich nun dem Rathaus, vor dem Bürgermeisterin Gutherz sich gerade um ihre Blumen kümmerte. Haben wir nicht wieder ein wunderschönes Tulpenbeet, Henrietta? Alles, was uns noch fehlt, ist ein Wassergraben. Sofort begann das weiße Huhn zu picken. Du bist so ein süßes, hilfsbereites Hühnchen. Wo habe ich denn meinen Spaten? Doch den brauchte die Bürgermeisterin nicht mehr. Der Laserstrahl hatte das Tulpenbeet bereits in zwei Teile geteilt. Das ist zu tief, Henrietta, viel zu tief. Nun kam auch das Neffen-Bürgermeistermobil in Sicht. Doch auch Chase war dank seiner Supergeschwindigkeit zur Stelle. Bis hierher und nicht weiter, Berthold. Wow! Erschrocken trat Berthold auf die Bremse. Doch dabei lenkte er den Laserstrahl aus Versehen auf die Glocke des Rathausturms. Ups! Aber das bemerkte die Bürgermeisterin erst. Mir ist wenigstens noch eine wunderschöne Tulpe geblieben. Als die Glocke genau auf der Tulpe landete. Da! Das ist eine Riesenkatastrophe. Ich rufe besser die Paw Patrol. Oh. Keine Sorge, die Superhunde sind bereits da. Berthold störte das nicht. Los, ärgert sie, Komplizen-Mietzi. Gehorsam hüpften die Chaoskätzchen auf die Straße. Und drei von ihnen liefen direkt auf Chase zu. Nicht so da rankommen. Ich bin super allergisch. Achoo. Ein Schubs mit der Katzenpfote reichte. Da flog Chase mit seinem Superfahrzeug bereits einige Meter weit durch die Luft. Allerdings unbemerkt von Rubble. Oh, was für schnuckelige, knuddelige, freche kleine Kätzchen. Der seine Meinung schnell änderte. Pfoten weg von meinem Fahrzeug. Zu spät. Eines der Kätzchen setzte schon die schwere Kugel hinten an Rubbles Superfahrzeug in Gang, mit der er normalerweise Mauern und Wände zum Einsturz bringen konnte. Sie hing an einem Kran und drehte sich nun wild im Kreis herum. Das reicht. Jetzt ist Schluss mit lustig. Wir schalten den Laser aus. Aber wie? Berthold war nämlich schon weitergefahren. Doch Rubble nahm die Verfolgung auf, bemerkte das Kätzchen mit den Wirbelwindflügeln aber erst, als es schon genau über ihm war. So sieht der Punktestand aus. Bertholds Komplizen-Miezen 2. Ryders Versagerhunde 0. Berthold war sich seiner Sache wirklich sehr sicher. Wir müssen Berthold irgendwie stoppen, Superhunde. Aber diese Superkatzen kommen uns dauernd in die Quere, Ryder. Ja, aber ich habe eine Idee. Rocky, wir brauchen dich und deine Energiewerkzeuge schnell. Rocky rockt. Kurze Zeit später war Rocky auch schon zur Stelle. Was brauchst du, Ryder? Das beste Katzenspielzeug, das dir einfällt. Und während sie abgelenkt sind, schalten wir Bertholds Laser aus. Ein super Katzenspielzeug kommt sofort. Es gab nichts, was Rocky nicht bauen konnte. Und fertig. Vor ihnen lag eine riesige Spielzeugmaus. Toll, das werden die Kätzchen sicher lieben. Ryder behielt recht. Kaum hatten die Kätzchen die Maus entdeckt, sprangen sie auch schon auf ihr herum und beachteten Berthold und auch die Superhunde nicht mehr. Hey, wo wollt ihr hin? Unsere Chance. Meinst du, du schaffst es, vor ihm an der Klippe zu sein? Und ab, ich zeig's dir schnell. Chase stürmte los. Und mit seiner Supergeschwindigkeit kam er dem Neffen-Bürgermeistermobil immer näher. Kätzchen, vergesst die dumme Spielzeugmaus. Schnell richtete er den Laserstrahl auf die Maus, die sofort zerplatzte. Und stopp den Hund! Jetzt rannte das Kätzchen im blauen Anzug los. Ebenfalls mit Supergeschwindigkeit. Und viel zu schnell tauchte es hinter Chase auf. Super Chase nieste so doll, dass er ausrutschte und das Kätzchen mit ihm. Nur noch wenige Meter lagen vor Berthold und seinem Laserstrahl. Dann würde die Abenteuerbucht aufs Meer hinaustreiben. In dieser Stadt wird es gleich richtig nass.
Ich weiß, was wir machen. Wenn wir die Satellitenschüssel vom Superturm direkt vor den Laserstrahl halten, wird er zurückgeworfen und zerstört sich selbst. Das war zumindest ein Versuch wert. Ryder flog hinauf auf den Superturm der Einsatzzentrale und warf Sky die Schüssel zu. Hier, Sky! Dann fangen wir mal den Laserstrahl ein! Aber ihr blieb fast keine Zeit mehr. Es fehlen nur noch ein paar Meter und meine Insel... Berthold erstarrte. Denn wie aus dem Nichts war Sky vor ihm aufgetaucht und richtete die Satellitenschüssel nun genau auf den Laser. Sofort wurde der Strahl aufgesaugt und zurückgeworfen, änderte dadurch die Richtung, traf das Neffen-Bürgermeistermobil und erlosch. Das Fahrzeug geriet sofort ins Schleudern und Berthold fand sich im Gras wieder und war richtig wütend. Ihr habt meinen Laser gelasert? Ja, der bestand nur noch aus Einzelteilen. Wie kommt ihr dazu, schon wieder meinen Plan zu zerstören? Kein Problem, ich werde ihn reparieren. Doch er hatte keine Superkräfte mehr. Hä? Wo sind meine Kräfte? Komplizminsen repariert ihn sofort. Nein. Eure sind auch futsch? Ich verstehe das nicht. Ich habe das Meteoritenstück hier in meiner... Hey, wo ist es hin? Es war Berthold aus der Tasche gefallen und lag auf der Wiese. Aber der Junge sah es nicht. Ryder, Berthold und die Katzen haben ihre Superkräfte verloren. Aber es war zu spät. Der Boden bricht auseinander. Wir müssen ihn zusammenhalten, sonst schwimmt die Stadt weg. Das schaffen wir nicht mehr. Es tut mir so leid. Aufgeben kam nicht in Frage. Ich habe gehört, die Stadt braucht einen Rettungshund. Entschlossen lenkte Marshall sein Superfahrzeug genau über den Spalt, der die Abenteuerbucht vom Festland trennte und immer breiter wurde. Super, Marshall! Dann leg mal los. Marshall raste also den Graben entlang und verschloss den Spalt dabei mit glühendem Feuer, das sofort erkaltete. Es funktioniert! Und wie das funktionierte. Also fuhr Marshall einmal quer durch die Abenteuerbucht, bis diese wieder mit dem Festland verbunden war und versorgte sogar die Tulpen vor dem Rathaus noch mit frischem Wasser. Berthold bekam davon allerdings nichts mit. Er suchte immer noch das Meteoritenstück. Es muss doch irgendwo hier sein. Aber zunächst tauchte erst einmal sein Onkel auf. Oh, Neffe, du musst mit deinen Superhänden meinen fahrenden Katzenkorb reparieren. Das kann ich nicht. Ich habe meine Superkräfte verloren. Aber womit spielten die Kätzchen denn da? Mein Meteoritenstück! Berthold stürmte auf die Kätzchen zu. Doch die gaben dem kleinen Felsstück aus dem All einen Schubs. Nein, Kätzchen, nicht! Und es fiel ins Meer. Wenigstens habe ich noch mein Neffenbürgermeistermobil. Das jetzt von dem kaputten, fahrenden Katzenkorb getroffen wurde. Mein Neffenbürgermeistermobil! Nein! Und ebenfalls die Klippen herunterstürzte. Naja, ich habe wenigstens noch meinen Hut. Oder auch nicht. Denn der wurde ihm plötzlich vom Kopf gefegt. Von dem Ball, dem Onkel Herbert immer noch hinterherrannte. Die Abenteuerbucht war gerettet. Und die Bewohner in Sicherheit. Vielen Dank, Superhunde. Endlich ist in der Abenteuerbucht wieder alles normal. Gern geschehen. Wenn freche Superkatzen mal wieder Schaden anrichten, ein Anruf reicht. Ende gut, alles gut. Die Superzwillinge. Vor der Einsatzzentrale standen die Autos Schlange. Alle Achtung! Mein Wagen blitzt mehr als Meckerlieses Lächeln nach dem Besuch beim Zahnarzt. Wir haben ja auch ein super Autowaschteam. Danke, Ryder. Danke, Bauer Alfred. Ich danke euch, Fellfreunde. Die nächste war Bürgermeisterin Gutherz. Oh, diese Autos sind aber blitzsauber. Könntet ihr meine Dreckschleuder vielleicht auch so glanzvoll sauber machen? Sie werden das Auto nicht wiedererkennen. Ich danke euch vielmals. Ich möchte, dass mein Auto so blitzt wie die Abenteuerbuchtbrücke. Na komm, Henrietta, gehen wir eine Runde spazieren, während die Fellfreunde mein Auto sauber machen. Der Wagen hatte es wirklich nötig. Ja, oh je, das Auto ist richtig schmutzig. Nehmen wir meine Wasserdüsen. Warte, ich gehe erst aus dem... Zu spät. Weg. Der wasserscheue Rocky war pitschnass. Oh, tut
tut mir leid. Marshall rutschte aus und seine Wasserdüsen trafen den Teil der Einsatzzentrale, in dem die Fellfreunde den Meteoriten mit seinen geheimnisvollen Kräften aufbewahrten. Und dieser begann sofort zu glühen. Onkel Herbert war an diesem Tag in den Bergen unterwegs, um Gold zu suchen. Und fand einen kleinen Stein, der von innen heraus leuchtete. Das sieht nicht aus wie Gold, aber es glitzert schön. Ha, den schenke ich meiner Nichte Bürgermeisterin Gutherz. Sie mag glitzernde Steine. Kurzerhand steckte Onkel Herbert den Stein in die Tasche und machte sich auf den Weg in die Abenteuerbucht. Dort war einiges los, besonders auf dem Spielplatz, wo zwei kleine Hunde herumtobten. Sie sahen sich zum Verwechseln ähnlich, hatten blaue Augen und helles Fell und um den Hals trug jeder von ihnen eine leuchtende Hundemarke. Komm, Tag, wir spielen Fang! Na gut, Ella, aber mich fängst du nie. Ach ja, das werden wir. Hey, Brüderchen, wo bist du? Tuck war nirgends zu sehen. Wie hast du das gemacht? Kannst du so schnell rennen? Hinter zwei dichten Büschen blitzte etwas. Oder hast du dich etwa einfach... Übermütig sprang Tuck seiner Zwillingsschwester Ella vor die Pfoten. Es hätte fast geklappt. Deine Hundemarke hat dich verraten, denn sie blitzt und blinkt. Das war noch jemand anderem aufgefallen. Einer merkwürdigen Frau mit orangefarbenen Haaren, die sich hinter einem Baum verborgen hatte. So viele schöne glänzende Dinge für meine Glitzersammlung. Zum Beispiel wieder. Begierig schaute die Frau auf die Sonnenbrille, die neben einer anderen Frau auf einer Bank lag, deren Sohn auf dem Spielplatz im Sand buddelte. Die Frau streckte einen langen Stab aus, der an der Spitze wie ein Schnabel geformt war, griff zu und hielt die Brille in den Händen. Oh, Ladybird, du bist ja so schlau und so wunderschön. Also ich liebe mich. Ich liebe mich fast so sehr, wie ich alles liebe, was glänzt. Als nächstes schnappte sie sich das Spielzeugauto, das neben dem Jungen im Sand lag. Hey, wo ist mein Auto? Ella und Tuck hatten alles mit angesehen und tauchten nun genau unter dem Baum auf dem die merkwürdige Frau mittlerweile hockte. Das Auto gehört ihnen nicht. Sie können es ihm nicht einfach wegnehmen. Und wenn schon, das ist mir egal. Ich bin Ladybird. Und wenn ihr dem Jungen das Auto zurückgeben wollt, holt es euch. Mit hohem Schwung warf sie das Auto weg. Doch als Ella und Tuck hinterherflitzten, griff Ladybird zu. Unsere Hundemarken! Ich mach den Abflug! Oder besser, ich rolle los! Ladybird sprang vom Baum, dann auf ihr Hoverboard und sauste los. Verfolgt von Ella und Tuck. Glitzer im Sonnenschein ist mein! Etwa zur selben Zeit überreichte Onkel Herbert seiner Nichte stolz den leuchtenden Stein, den er an einer Kette befestigt hatte. Ja, ich hab gewusst, dass du dich darüber freust. Danke, Onkel Herbert. Das passende Fußkettchen für Henriettas Denkmal. Begeistert band Bürgermeisterin Gutherz die Kette um das Bein der goldenen Statue, die vor dem Rathaus stand. So wie bei der lebendigen Henrietta. Die nämlich auch ein Fußkettchen trug. Es ist so funkelnd wie deine Persönlichkeit. Jetzt gehen wir mal unser sauberes Auto holen. Damit hätten sie lieber warten sollen, denn kaum waren die beiden verschwunden, tauchte Ladybird auf. Gut, dass ich diese kleinen Nervensägen abgehängt habe. Doch dann entdeckte sie die funkelnde Statue. Ein herrlich glitzerndes goldenes Huhn. Muss ich haben? Aber so leicht war das nicht. Warum müssen die schönsten Sachen immer so schwer sein? Am Fuß der Statue funkelte es. Das kann ich mitnehmen, das ist klein. Kurzerhand nahm Ladybird die Kette mit dem leuchtenden Stein an sich und band sie sich um den Hals. Ladybird, du bist phänomenal und genial. Ihre Hände begannen zu leuchten. Sie schlug vorsichtig mit den Armen. Mit diesem glitzernden Stein fühle ich mich leicht wie eine Feder. Und schwebte auf einmal in der Luft. Ich kann fliegen. Ladybird, du bist ja ein echter Vogel. Natürlich probierte die Vogelfrau ihre neuen Fähigkeiten gleich aus. Oh.
schnappte sich das Dreirad von Alex, die Rutsche vom Spielplatz und den Anker vom Bug der Flunder. Ich habe Kräfte wie ein Adler! Mit denen war auch die goldene Statue kein Problem mehr. Ja, das hübsche glitzernde Huhn gehört mir! Bürgermeisterin Gutherz nahm unterdessen ihr sauberes Auto in Empfang. Es ist so blitzeblank, dass ich mich darin spiegeln kann. Vielen Dank, Paw Patrol. Eine gute Fahrt. Ryder winkte der Bürgermeisterin nach, während Marshall sich das nächste Auto vornahm. Aber er kam nicht weit. Entschuldigung, wir wollen ja nicht stören, aber könnt ihr uns bitte helfen? Hallo, seid ihr Zwillinge? Wollt ihr eine 2 für eine Fellwäsche? Nein, danke. Wir suchen eine Frau, die wie ein Vogel aussieht. Hey Marshall, wer sind deine neuen Freunde? Die beiden sind Zwillinge. Ist das nicht toll? Ich bin Ella. Und ich bin Tuck. Wir sind auf der Suche nach Ladybird. Sie hat unsere Hundemarken gestohlen. Ladybird? Von der hatte Ryder noch nie gehört. Dabei lebte Ladybird gar nicht weit weg. In einem eisernen Nest auf dem Berg oberhalb der Klippen. Und in dem war es schon ziemlich voll. Also das nenne ich mal eine Glitzersammlung. Und ich bin der am besten aussehende Bösewicht, den diese Stadt je gesehen hat. Ich bin der Glitzerflitzer. Und ganz wild nach allem, was glänzte. Wirklich nach allem. Fährt das Auto nicht viel besser, wenn es sauber ist, Henrietta? Das Huhn schnarchte unbeeindruckt auf dem Beifahrersitz. Ihm war es völlig egal, ob das Auto sauber oder dreckig war. Ganz im Gegensatz zu Ladybird. Glitzer im Sonnenschein ist mein! Sie ging in den Sturzflug und hob den Wagen einfach hoch. Es ist fast so, als würden wir schweben. Nicht nur fast. Das ist entweder eine tieffliegende Möwe oder... Hilfe! Sie schwebten ja wirklich. Ängstlich klammerte sich die Bürgermeisterin an das Lenkrad. Jetzt schaukel doch nicht so! Der Wagen schwankte so sehr hin und her, dass er gegen die hohe Brücke der Abenteuerbucht stieß und einige Stahlseile sich lösten. Oh, ich rufe besser die Paw Patrol. Ryder und Rocky konnten kaum glauben, was die Zwillinge ihnen erzählten. Wir haben Ladybird verfolgt. Und auf einmal war sie weg. Sie war einfach zu schnell. Frau Bürgermeisterin! Ryder! Eine seltsame Vogelfrau hat unser sauberes Auto in den Himmel gehoben und gegen unsere schöne Brücke gestoßen. Eine Vogelfrau? Das ist Ladybird! Die kann wirklich fliegen? Ryder! Die Brücke wackelt schon. Es sieht so aus, als wenn sie gleich einstürzt. Das Werk eines Superbösewichts. Aber wir kommen sofort. Kein Superbösewicht zu groß, keine Pfote zu klein. Superhunde zur Zentrale! Ryder braucht uns! Die Fellfreunde stürmten los. Um schneller da zu sein, schnallte sich Marshall sogar Schwämme unter die Pfoten. Das geht! Marshall, pass auf! Aber der Feuerwehrhund konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Tut mir leid! Ich bin zumindest super sauber! Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Kaum hatte er das getan, begann der Meteorit in seinem Inneren zu glühen. Und dieses Glühen erfasste die ganze Zentrale. Der obere Teil öffnete sich und wurde zu einem super Einsatzturm. Die geheimnisvollen Kräfte übertrugen sich nun auf die Hunde, die plötzlich in ganz besonderen Einsatzanzügen steckten und Ryder in einem Raketenanzug. Die Superhunde auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, Fellfreunde. Wir haben ein Superproblem. Ein neuer Superbösewicht hat die Bürgermeisterin und Henrietta in ihrem Auto entführt. Hilfe! Oh nein! Die Ärmste tun mir leid. Sie hat mit dem Auto die Brücke gerammt und die bricht vielleicht zusammen. Retten wir die Bürgermeisterin. Und wir müssen auch die Brücke retten. Ja, wir retten sie beide. Für diesen Einsatz brauchen wir Super Sky. Du suchst sie und wenn du sie gefunden hast, bringst du sie mit deiner Wirbelkraft in Sicherheit. Ich bin der Wirbelwind-Superflughund! Und Super Rubble, du hältst mit deiner Superkraft die Brücke hoch. Super Rubble ist der Retter! Und wir brauchen Super Rocky. Du musst die Brücke mit deinem Superwerkzeug reparieren. Rocky rockt! Alles klar, die Superhunde legen los!
Ryder schaltete die Düsen seines Raketenanzugs ein und sauste los. Die Superhunde Rocky, Sky und Rubble dagegen hakten sich an einer glühenden Leine ein und schwebten daran in die Tiefe, wo ihre Superfahrzeuge standen. Dann rasten sie los. Lady Bird war unterdessen in ihrem Nest gelandet, samt der Bürgermeisterin und Henrietta. Wo hast du uns hingebracht, Vogelfrau? Und übrigens ist das der Toaster von Herrn Pfeffer. Ich bin Lady Bird. Und was machen Sie in meinem glänzenden Auto? Das ist mein Auto und Sie können mich nicht hier festhalten. Ich rufe Ryder an und sag ihm, wo wir sind. Wo sind wir überhaupt? Doch die Vogelfrau hatte das Handy schneller in der Hand, als die Bürgermeisterin gucken konnte. Ohne Handy wird das schwierig. Dann drückte sie einige Knöpfe, flog hinauf und ein Netz aus Laserstrahlen erschien über dem Nest. Oh, mein Lasernetz sorgt dafür, dass ihr nicht aus meinem Nest heraus und niemand anderes hineinkommt. Glitzer im Sonnenschein ist mein. Bauer Alfred und Meckerliese, seine Ziege, fuhren gerade über die Brücke der Abenteuerbucht, als die auf einmal zu schwanken begann. Meckerliese, sag mal, war das gerade mein Magen oder deiner? Weder noch. Das konnten die Superhunde schon von Weitem sehen. Und das Wanken wurde immer stärker. Ryder, ich glaube, die Brücke bricht zusammen. Nicht, wenn du sie mit deiner Superkraft abstützt. Alles klar. Mit einem Satz sprang Rubble aus seinem Fahrzeug und stemmte sich mit all seiner Superkraft gegen einen der Pfeiler. Bleib stehen! Brave Brücke! Ella und Tuck waren beeindruckt. Wahnsinn! Die sind so toll! Wenn wir doch auch nur Superhunde wären. Ich weiß, wie wir helfen! Die beiden liefen zu einem der Wagen hinüber, die auf der Brücke standen. Entschuldigung? Die Brücke wird gerade repariert. Fahren Sie bitte Ihr Auto von der Brücke runter. Im Nu war die Brücke frei und auch der Pfeiler wackelte nicht mehr. Gut gemacht, Rubble. Euch danke ich auch. Rocky, mach bitte die Stahlseile wieder fest. Alles klar. Aber dazu kam Rocky nicht. Aus der Nähe glänzen die ja noch viel mehr. Schon hatte sich Lady Bird die dicken Stahlseile gepackt. Hey! Stopp! Was soll denn das? Die ganze Brücke begann wieder zu wackeln. Oh nein, die Brücke wird einstürzen. Oh, oh, oh. Meckerliese, wir müssen schnell hier weg. Alfred und Meckerliese sprangen aus ihrem Wagen. Ryder versuchte noch, den Pfeiler festzuhalten. Aber da brach die Brücke bereits in der Mitte durch. Und das Auto landete im Wasser. Mein Auto! Ah! Ein weiteres Brückenteil brach ab und riss Bauer Alfred mit sich. Der konnte sich gerade noch an einem Vorsprung festklammern, doch seine Ziege stürzte in die Tiefe und landete genau auf dem Dach des Autos. Oh nein, Meckerliese! Lady Bird bekam davon nichts mit. Sie brachte nämlich bereits die dicken Stahlseile in ihr Nest, während Bauer Alfred seine Ziege nicht aus den Augen ließ. Meckerliese, bleib, wo du bist! Rubble dagegen stemmte sich mit all seiner Superkraft weiter gegen den Brückenpfeiler, damit nicht noch mehr Brückenteile abbrachen. Ryder tat dasselbe bei dem zweiten Pfeiler auf der anderen Seite und Rocky kümmerte sich um die Stahlseile. Superhunde, lasst nicht los! Sky, Lady Bird ist weggeflogen. Folge ihr! Alles klar! Ryder! Oh, Alfred braucht Hilfe! Aber wir können hier nicht weg! Wir brauchen noch mehr Superhunde. Chase, Zuma, Marshall, wir brauchen euch an der Brücke. Die Superhunde sind unterwegs! Die drei machten sich sofort auf den Weg. Ryder, Lady Bird fliegt zu einem Berg, zu irgendwas, das aussieht wie ein riesiges Nest. Da könnten wir die Bürgermeisterin finden. Beobachte sie weiter. Super Chase erreichte jetzt die Brücke. Durchhalten, Bauer Alfred! Ah, das würde ich ja gerne, aber meine Finger, ich rutsche ab! Der Polizeihund reagierte sofort. Super Netz! Sein Energienetz sauste durch die Luft, erwischte Bauer Alfred und brachte ihn vorsichtig hinunter auf den Boden. Oh, aufgefangen! Ist ja Wahnsinn! Danke für den Spezialtransport! Nun kam auch Marshall angebraust und sprang aus seinem Superfahrzeug. Ich bin der Woof Woof
Superrettungshund! Erstmal heiß machen! Schnell stemmte er seine Pfoten gegen das Stahlseil, das mit einem der Pfeiler verbunden werden sollte. Stahlseil bereit zum Schweißen! Mit Rockys Superwerkzeug war das Seil im Nu wieder fest. Ja, so repariert man eine Brücke! Schon war das nächste Stahlseil an der Reihe. Na? Doch die Superhunde mussten sich auch um Meckerliese kümmern. Oh, hätte ich dich doch nur zum Schwimmunterricht geschickt, wie versprochen. Aber Zuma war bereits in seinem super Luftkissenboot unterwegs. Zuma reitet die Welle und ist zur Stelle. Gut festhalten, Meckerliese. Ein dicker Wasserstrahl schoss aus dem Boot und schob das Auto mit der Ziege hinüber zum Strand, wo Bauer Alfred beide in Empfang nahm. Juhu! Das war eine wilde Fahrt übers Wasser, was? Aber es wartete schon das nächste Problem. Es sind Autos auf die Brücke gefahren. Wir müssen sie reparieren, bevor sie einstürzt. Einige der Stahlseile waren zwar bereits wieder fest, aber das Loch in der Mitte der Brücke war noch offen. Super, Chase. Verhindere mit deiner Supergeschwindigkeit, dass noch mehr Autos auf die Brücke fahren. Das ist ein Fall für Super Chase. Lady Bird hatte unterdessen ihr Nest erreicht. Ah, noch mehr glänzender Schnickschnack für meine Glitzersammlung? Die Sachen gehören dir nicht, Vogelfrau. Was? Ich heiße Lady Bird. Hier sind keine fliegenden Hunde erlaubt. Mit einer Fernbedienung öffnete sie das Lasernetz, ließ die Seile fallen und sprang dann selber hinterher, bevor sie das Netz wieder einschaltete. Aber Bürgermeisterin Gutherz hatte den Superflughund entdeckt. Sieh nur, Henrietta! Super Sky ist hier, um uns zu retten. Ryder, die Bürgermeisterin und Henrietta sind tatsächlich in diesem Nest. Aber ich bin ein bisschen zu groß, um durch das Lasernetz zu fliegen. Wir müssen uns was einfallen lassen, aber alle Superhunde helfen hier. Ich kenne zwei Fellfreunde, die helfen können. Natürlich. Ella und Tuck. Ja? Ihr hattet den Mut, Lady Bird zu verfolgen. Ihr habt Superhundemut bewiesen. Ein Superhund zu sein wäre das unglaublichste, tollste, spannendste überhaupt. Mhm. Wollte ich auch gerade sagen. Dann treffen wir uns gleich in der Superzentrale. Die Zwillinge flitzten sofort los. Oh. Wow. Und folgten Ryder zur Zentrale. Und auf dem Weg hinauf in den Turm wurden auch sie durch die glühende Kraft des Meteoriten zu Superhunden. Au. Natürlich mit richtigen Superanzügen. Wahnsinn! Wir sehen super cool aus! Und welche Superkräfte haben wir? Das fanden die beiden sehr schnell heraus. Total verrückt! Um mich herum wird alles kleiner. Nein, du wirst größer und das ist deine große Superkraft. Ella war mittlerweile so groß wie ein Haus. Das ist toll! Aber wo ist denn nur Tuck? Ich bin hier unten. Wie kann ich helfen, wenn ich so klein bin? Tuck war kleiner als eine Maus. Großer und kleiner Fellfreund? Glaubt mir, ich weiß schon, wie ihr beide bei dem Einsatz helfen könnt. Die Zwillinge nahmen wieder ihre normale Größe an. Wir treffen uns auf der Brücke. Brückenstark! Rubble hatte sich nicht von der Stelle gerührt und stemmte sich immer noch gegen den Pfeiler, während Rocky die Stahlseile anschweißte. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch halten kann. Super, Ella. Zeit, Großes zu tun. Ella wurde größer und größer, stellte sich ins Wasser zwischen die beiden Teile der Brücke. Die lagen nun auf ihrem Rücken und das Loch war geschlossen. Jetzt konnte Rocky in aller Ruhe die Stahlseile befestigen. Gemacht, Super Ella. Rubble, ich muss Rocky mit den Stahlseilen helfen. Bring Tuck zum Nest von Lady Bird hoch oben in den Bergen. Er hilft, die Bürgermeisterin zu retten. Geht in Ordnung, Ryder. Super Rubble sprang mit Tuck in sein Superfahrzeug und sie brausten los. Einfach über Ellas Rücken hinweg. Danke, Ella. Wir sind immer füreinander da. Dann nahmen sie Kurs auf den Berg, auf dem der Felsen mit dem Nest stand. Sky versuchte immer noch, einen Weg hineinzufinden. Das Lasernetz ist ein großes Problem. Und wie sollen wir daran vorbeikommen? Das müssen wir nicht. Ich schlüpfe da durch. Rubble, heb mich so hoch, wie du nur kannst. Na los. Tuck sprang auf den Kran des Baggers, der bis hinauf zum Nest reichte. Super klein, so soll es sein. Dann machte er sich so klein wie eine Maus, flog ohne Probleme durch das engmaschige Lasernetz und landete sicher im Nest. Wow. Das gesehen? Allerdings, ganz im Gegensatz zu Lady Bird. Wie das glitzert und glänzt. Oh, ich muss mir die Zähne putzen. Psst, Frau Bürgermeisterin. Henrietta, hast du gesprochen?
Nein, hier drüben. Hä? Ich bin Supertag von den Superhunden. Und ich werde sie hier rausholen. Wie kann man das Lasernetz ausschalten? Oh, die Knöpfe sind da drüben. Aber man muss den Code kennen. Den brauche ich nicht. Blitzschnell flitzte Tuck zu dem kleinen Computer mit den Knöpfen hinüber, öffnete ein winziges Fach und verschwand in dessen Innere. Jetzt brauchte er nur noch das richtige Kabel zu lösen und das Netz funktionierte nicht mehr. Was? Ein Lasernetz? Aufgeregt drückte Lady Bird auf ihrer Fernbedienung herum. Vergeblich. Tuck hat's geschafft! Sky breitete ihre Windreiterflügel aus und sprang mit einem Satz hinunter ins Nest. Dort erschuf sie einen Wirbel, mit dem sie die Bürgermeisterin und Henrietta erfasste und hinausbrachte. Das nenne ich eine Superrettung. Danke, Superhunde. Erleichtert schwebte sie zurück zum Boden. Doch Skys gute Laune hielt nicht lange an. Das Nest von Lady Bird begann nämlich zu wackeln. Das Nest ist zu voll mit Glitzerkram. Es rutscht runter. Lady Bird, du musst da rauskommen. Aber meine Glitzersammlung. Langsam neigte sich das Nest über den Rand des Felsens. Ich muss hier raus. Aufgeregt schnappte sich Lady Bird die goldene Statue und flog mit ihr über den Nestrand. Sie bemerkte nicht, dass auf ihrer Schulter ein sehr kleiner Hund hockte. Und dass ihr Nest nun über den Rand des Felsens stürzte und den Berghang hinunterrollte, interessierte sie auch nicht. Im Gegensatz zu Rubble. Wow! Super Rubble ist der Retter! Wieder benutzte er seine Superkraft. Dieses Mal, um das Nest aufzuhalten. Aber das rutschte weiter. Der Berg war einfach zu steil. Was? Ryder, das Nest von Lady Bird stürzt auf den Bahnhof. Lange kann ich's nicht mehr halten. Ryder, die Brücke ist fast repariert. Wir können helfen. Ella, du kommst mit zum Berg. Rubble braucht unsere Hilfe. Da das Loch in der Mitte der Brücke mittlerweile geschlossen war, zögerte Riesen-Ella keine Sekunde und lief Ryder hinterher, der in seinem Raketenanzug bereits losgeflogen war. Die Superhunde legen los! Das wollte ich immer schon mal sagen. Dank ihrer Größe brauchte sie nur wenige Schritte bis zum Berg. Mit anpacken? Eine Pfote reichte, um das rutschende Nest aufzuhalten. Super Rubble war wirklich sehr erleichtert. Super klasse, Super Ella! Halten wir das fallende Nest mal gut fest. Gemeinsam brachten die beiden das Nest langsam den Berg hinunter. Gut gemacht, Superhunde. Danke, Ryder. Wo ist Tuck? Tuck, bitte melden. Wo bist du? Das kann ich nicht genau sagen, Ryder. Ich sitze auf der Schulter von Lady Bird und sie fliegt ziemlich schnell. Wie ist sie eigentlich an die Superkräfte gekommen? Sie hat eine komische Halskette um mit einem glühenden Stein. Glühender Stein? Wenn das ein Stück vom Meteoriten ist, verleiht er ihr Superkräfte. Wie sollen wir sie einholen? Es ist Zeit für den Flieger. Superhunde zur Zentrale. Der Flieger stand direkt neben der Superzentrale. Ein Jet, der vom Robohund gesteuert wurde und in dem vor jedem Sitz ein Bildschirm angebracht war. Benutzt eure Superpfoten, um ihn zu starten. Alle legten ihre Pfoten auf die Bildschirme und der Jet hob ab. Das Signal von Tuck. Was? Das ist wirklich weit weg? Mit unserer Supergeschwindigkeit holen wir sie ein. Sofort übertrug sich Chase Superkraft auf den Jet. Die Vogelfrau ahnte nicht, dass sie verfolgt wurde. Und Lady Bird schafft es wieder zu entwischen. Und mit diesen Superkräften kann ich Glitzerzeug auf der ganzen Welt klauen. Das hast du dir so gedacht. Was? Erst jetzt bemerkte Lady Bird den Flieger hinter sich, der viel zu schnell näher kam. Und den kleinen Hund auf ihrer Schulter. Alles klar, jetzt nur noch aufmachen. Und das war's dann mit deinen Superkräften. Na! Tuck schaffte es, den Verschluss der Kette zu lösen und ehe Lady Bird reagieren konnte, fiel die Kette mit dem Anhänger in die Tiefe. Was? Und die Vogelfrau samt Statue hinterher. Meine Halskette! Mein schöner, glänzender Stein! Nein! Aber auch Tuck hatte nun keinen Halt mehr. Stürzen ab. Robohund, wir brauchen den Magnetstrahl. Aber du weißt, dass wir nur einen Magnetstrahl haben. Wie sollen wir damit beide auffangen?
Ich fang Tuck auf und du Lady Bird. Ohne zu zögern sprang Ella aus dem Flieger, wurde größer und größer und erwischte Tuck, bevor der auf dem Boden landete. Oh. Hab dich, kleiner Bruder. Danke, Ella. Wie gut, dass ich so klein bin. Jetzt fehlte nur noch die Vogelfrau. Oh, ihr werdet Lady Bird niemals erwischen. Oh, doch. Der Magnetstrahl erfasste die Vogelfrau, bremste ihren Sturz und setzte sie vorsichtig ab, bevor er sich auf die goldene Statue richtete. Doch das Lachen verging Lady Bird, als sie neben sich eine dicke Krabbe entdeckte, die etwas Glänzendes in ihren Scheren hielt. Meine Halskette! Diese Kette gehört mir! Doch das sah die Krabbe ganz anders und suchte eilig das Weite. Die Superhunde und Ryder kehrten nun zur Zentrale zurück, genauso wie Bürgermeisterin Gutherz. Wir danken dir, Ryder und den Superhunden. Ihr habt mich, Henrietta und die Abenteuerbucht vor der Vogelfrau gerettet. Kein Problem, denn Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ohne die Superzwillinge hätten wir das nicht geschafft. Hat uns riesen Spaß gemacht. Und klitzekleinen Spaß. Seht mal, ich habe eine Überraschung für euch. Unsere Hundemarken. Sie waren in dem Nest, zusammen mit all den anderen Glitzersachen. Kommt ihr noch mit in die Zentrale? Würden wir gern, aber... Wir haben noch einen wichtigen Auftrag. Wir müssen Lady Bird aufhalten. Bevor sie hier noch weitere Probleme macht. Ich glaube, ich habe etwas für euch, das euch dabei helfen kann. Das Garagentor der Einsatzzentrale öffnete sich und vor den Zwillingen erschien ein neues hellblaues Fahrzeug. Wahnsinn! Danke, Ryder! Willst du zuerst fahren? Lieber du. Ihr könnt sogar alle beide fahren. Versucht doch mal zu lenken. Neugierig umklammerten die Zwillinge das Lenkrad, das sich auf einmal teilte. Und aus dem einen Flitzer wurden zwei glänzende Motorräder. Das ist ja echt total cool. Ella und Tuck waren begeistert. Genauso wie der Rest der Superhunde. Und alle freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.